So, ja, hallo, zu meinem nächsten oder zweiten Let's Play oder eigentlich zu meinem ersten richtigen Let's Play. Ich habe euch ja gefragt, was ich denn mal so machen soll und dann habe ich als Antwort bekommen, dass ich doch mal einen Stallalltag simulieren soll. Und das werde ich heute versuchen, mal gucken, ob ich es hinkriege. Das werden wir dann sehen. Ja, wie ihr sehen könnt, Dammit ist, wir haben es. Wie viel Uhr? Ja, knapp 6 Uhr, fast 6 Uhr morgens. Es sind 6 Grad und es ist Herbst, wie man an den Bäumen erkennen kann. Ja, meine Pferde sind noch im Stall. Ja, mal gucken, ich habe die da eingesperrt. Kann sein, dass sie sich in den nächsten paar Sekunden wieder raus teleportieren, das werden wir dann sehen. Meine Sims sind noch unten in der Wohnung. Ja. Ein paar schlafen noch. Hillary ist gerade aufgestanden und der Rest lümmelt schon so ein bisschen rum und ja, bereitet sich so auf den Tag vor. Ich habe mal ein paar E-Mails gecheckt. Ich werde halt einfach ein bisschen trainieren mit meinen Pferden. Wie ihr seht, ist Tag wieder schon ein bisschen. Ich habe jetzt ein paar Grundstücke verkauft. Die werde ich einfach dann, wenn ich zum Beispiel Fotos mache, wieder kaufen. Aber jetzt, wo ich erstmal spiele, sind die nicht mehr so, sind die jetzt im Moment nicht so wichtig. Das sind nämlich beide Turnierplätze und die Pferdeklinik, die brauchen wir jetzt nicht. Die habe ich erstmal, die sind da hinten auch verkauft. Und ich hoffe, dass es jetzt laufen wird. Ja, ich weiß nicht, das hatte sie ja schon im letzten Spiel, im letzten Let's Play irgendwie. Den Tick, dass die liebe Hillary, warum auch immer, der Meinung ist, man könnte bei 6 Grad Außentemperatur im Schlafanzug draußen rumlaufen. Barfuß. so, Madame, wenn Sie eh schon so aktiv sind, dann, was ist das denn? Können Sie auch gleich mal in den Stall gehen und die Pferde begrüßen? Dann gehst du einmal in den Stall. Ich teleportiere jetzt dahin, sonst dauert brauche ich Stunden mit dem Taxi in den Stall zu fahren. Ja. Ja. Komm, mach mal hin. Da haben wir sie auch schon und hier sind wir beim Hengststall. Hier stehen die Hengste. Manche schlafen noch, ja. Ja, hier vorne haben wir J.K. Riley. Dann der Schecke ist Picasso's Dream Boy. Hier haben wir die Deep Impact. Und da hat sich gerade schon jemand raus teleportiert. Verstanden wir eigentlich? Ah, da Capo stand hier und hier steht unser kleiner Golden Sunshine. Unser Sunny. Unser Haflinger. Ich kann die hier nicht rausholen, das sind nämlich keine richtigen Türen. Das Einzige, was wir machen können, ist nach draußen gehen. Deswegen. Ups. Teleportiere ich die mal eben kurz hier raus. Hier hin. Und dann kannst du ihn mal führen. Ja, führen. So wird ja sozusagen erstmal alle Pferde, die heute Vormittag nicht trainiert werden, auf die Weide bringen. Komm nochmal, der schläft immer noch. Ach, guck mal hier an. Deep Impact hat sich auch schon wegteleportiert. Ah, das ist schön. Ja, ich wollte heute mit Picasso's Dream Boy anfangen. Ja. Ich merke, es ist sehr schwer, diesen Alltag zu simulieren. Jetzt will ich auch noch aufsteigen. Ist das schön. Reiten wir doch alle auf die Weide. Ist ja wundervoll. Nein, also ich teleportiere jetzt mal eben kurz die Pferdchen auf die Weide. Damit mir das Spiel nicht dauernd immer sagt, dass sie nicht rufbar sind. Ich habe manchmal Angst, mir ist das einmal passiert, da hat mir das Spiel
dann mal eben einen Sim gelöscht. Fand ich nicht so witzig. Deswegen bin ich da mal ein bisschen vorsichtig. Lass mir den Stall. Ja. Mal alle Stufen hier raus. Okay. Gucke, jetzt hat sich der Picasso auch wieder dahin teleportiert. Egal. Ich weiß jetzt nicht, die haben jetzt wahrscheinlich nicht die richtigen. Ja, Würsten kannst du ihn auch mal. Erstmal Pferdebaum stürzen, das ist doch ein guter Anfang. Was wollte ich gerade sagen? Achso, es kann sein, dass wir jetzt nicht die richtigen Outfits haben fürs Training, weil ich habe die ja noch. Also, ich habe mit ihm, mit Picasso habe ich auch Fotoshooting-Lectures gemacht. Aber mal gucken, was da gleich da rumkommt. Lassen wir erstmal bürsten. Den Erik. Ja. Also Picasso werden wir wahrscheinlich erstmal jetzt im Springen trainieren. Dann muss ich gleich mal eben kurz nochmal ein paar Cavaletti aufbauen, damit er überhaupt trainiert werden kann. So, jetzt kannst du deinen Kopf hier mal aufpacken. Dann nehmen wir den hier. Können wir mal gucken, was er so... Ich hab da zwei Sättel für die Pferde immer. Was da so im Angebot ist. Nein, nicht warten. Nein. Ah, okay, einmal ausreiten. Und was haben wir noch? Ich glaube, das andere kann man auch knicken. Ja, ich habe jetzt, wie ihr sehen könnt, im Gegensatz zum anderen Video meine Einstellung ein bisschen. Meine Einstellung ein bisschen runtergedreht, meine Grafikeinstellung. Damit ich hier aufnehmen kann. Dann spielt mein Spiel. Spielt mein Spiel verrückt. Können wir mal eben den hier. Was wollte ich machen? Genau, ich wollte ihn umziehen. Ich wollte einmal die Decke abnehmen. Um ihm ein Trainingsoutfit zu geben, muss man ja nicht ganz so viel ändern. Die Trense können wir auch lassen. Nur eben einmal die Decke weg. Ich bin ist auch komisch, dass die jetzt da drunter ist. Eigentlich war die ursprünglich über der Schabacke. Ach, man weiß es nicht. Manche Sachen sind unergründlich in diesem Spiel. Ja. Mein Spiel lädt immer sehr lange, weil ich sehr viele Sachen installiert habe. Mal komm. Ich versuche mal das Video auch nicht allzu lange zu machen, weil das sonst echt wirklich lange dauert, um das bei YouTube hochzuladen. Ich habe gestern, war es gestern oder vorgestern? Das andere Video hochgeladen und ich glaube, das hat irgendwie an fast 3 Stunden gebraucht, bis das hochgeladen war. Und jetzt blöd hochstecke. Ich weiß, wie die Originaldecke aussieht. Oder? Müsste es eigentlich sein? Ja. Das war sie. Okay.
kann ja mal der Vollständigkeit halber mein Pferd mal eben kurz Mähne und Schweif dran basteln. Mache ich immer nicht, weil ich ja in dem auf den Fotos sowieso selbst dran bastel, also selbst zeichne dann. Ich habe da aber auch so eine, früher als ich gespielt habe, ich habe da halt so eine Standardmine. Einmal die. Und dann geben wir ihm einen hübschen Schweif. Ich habe die jetzt auch ganz dünn gestellt. Hilf, warum hast du einen blauen Schweif? Okay. Mein Spiel ist wieder leicht überfordert. So. Okay, weiter geht's. Lange genug aufgehalten. Sims-Spieler müssen sehr viel Geduld haben. Ich weiß noch, als ich das erste Mal meiner Schwester und meiner Familie gezeigt habe, was ich da so mache, da sind die irgendwann so über dem PC zusammengebrochen. Und so, oh, warum dauert das so lange? Und wie kannst du das nur aushalten? So, tja. Man muss es wollen, ne? Da funktioniert das auch. Da wir ja eigentlich schönes Wetter haben, dachte ich mir, können wir draußen trainieren gehen. Und wie gesagt, meine Pferde können auch nicht springen. Deswegen muss ich da gerade mal Cavaletti hinbauen, damit die ein bisschen springen üben können, die beiden. Ich hoffe jetzt, dass der Wechsel in den Baumodus schnell geht. Manchmal dauert das dann ja auch richtig lange. Ich glaube, an schlimmen Tagen gibt sich hier teilweise 2 bis 3 Minuten, bis der Baumodus startet. Hätte ich eigentlich schon vorher machen können, fällt mir gerade ein. Ja. Wie gesagt, ich lerne noch dazu. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das sind sogar echte Sprünge, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre nur Requisite. Warum? Ach, der ist das Problem. Du bist das Problem. Ach Gott. Ich verschwinde jetzt halt mal eben weg. Meine Güte. So. Muss ich auch lohnen, ne? So zwei so Cavaletti-Dinger da. Da braucht man ja gar nicht anzufangen. Okay. Auf Pferdchen! Halt dich hin. Da hinten ist die, wo ihr die Führanlage seht, ist die Pferdeklinik. Und wie ihr sehen könnt, wird ja alles kaum noch angezeigt, was außerhalb meines Grundstückes ist, auf dem ich mich jetzt gerade befinde. Das sind halt die Einstellungen, die ich gemacht habe. Mit das Spiel halt springen üben. Springen üben, springen. Weil ich gerade wollte mit der Leica nochmal eben gleich Dressur üben. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Mal gucken. Dann mit der wollte ich in die Halle gehen. Ja, fein macht ihr beiden das. Das läuft ja perfekt. Hm.
Na, was waren die Probleme? Platz 7. Mach das mal so weiter. Läuft. Okay. Dann wollen wir uns mal die Leica schnappen. Hillary ist. Muss erstmal. Oh, guck mal, die beiden da. Was machen? Ist aber nett von euch. Ich mag's, wenn Sims mitdenken. Hillary muss mal eben erstmal auf Klo. Mit Wanderblase aufs Pferd steigen sollte man ja noch nicht tun. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich hatte früher, auf dem Hof, auf einem Doppelstall. Und da hatten wir keine Toilette. Und da musste man sich immer ganz genau überlegen, wie viel man vorm Reiten trinkt und wie lange man reiten geht. Ja, sonst kam es dann auch mal vor, dass man halt mal eben ins Gebüsch verschwunden ist. Beim Ausritt oder auch so. Aber ich sag mal so, richtige Reiterinnen können das auch ab. Ich bin auch jemand, der nie Probleme hatte, in Stiefeln durch den Matsch zu stapfen auf die Weide. Ich war, ups, das fällt mein Mikro um. ich war einmal in einem, wir haben bei uns so einen richtigen Reit, also so einen richtigen Reitverein mit einem großen, schicken Stall. Und da war ich einmal zu Besuch und dann waren da ganz viele Mädels, die in ihren Schickimicki-Klamotten durch die Gegend gelaufen sind und irgendwie, wenn sie schon einen Grashalm auf ihrem Schuh gesehen haben, anfingen loszukreischen. Und dann dachte ich nur so, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Ja. Guten Appetit. Oh, Entschuldigung. Ja, Hotdog nicht ganz gut gelungen. Was nicht bei denen gebacken hat, muss ich bei denen beschweren. Ich esse auch immer mit Handschuhen. So. Bitte wegräumen und aufs Pferdchen. Oh, leider geht nicht gut. Wo ist denn? Wo bist denn du? Bist du da? Was ist denn da? Okay, mit Lacker können wir nicht hingehen. Die hat Hunger. Dann gehen wir mal Fressi-Fressi machen. Was haben wir ja noch für Stuten? Wir haben einmal die Maus hier. Das ist auch ein Ressort-Fett. Das können wir auch nehmen. Der geht noch ganz gut. Dann hören wir auf Rum zu galoppieren und die Hillary nimmt sich einmal schatteln. Alltag 1. So, hallo, Gott, was ist jetzt los? Ja, ich schraub dir mal eben kurz hoch. Da soll man ein bisschen ihn. Wobei er Gras dauert gerade. Gut. So, stopp. Nicht wegrennen. Okay, dann gehen wir einmal zur Dressurhalle. Oh, schon 18 Minuten. Meine Güte. Hallo. Hallo. So. Magic. Ist ja eigentlich eine Stute von Rena, aber ich denke mal, die Rena, die wird das verstehen, wenn mal jemand anders sie trainiert. Hm? Mach so toll, Pferdchen. Auf. Ja, pinkel in die Halle, danke schön. Ich hab nachher wieder Arbeit, um das alles wegzumachen, ne? Also wenn ich die Sims. Da fällt mir gerade eine kleine Geschichte ein. Ich habe mal früher, da war ich noch relativ jung, ich glaube so 12 oder 10. Na, nee, schon ein bisschen älter, 12 oder 13 oder so. Habe ich einen Wanderritt gemacht mit meiner Schwester und meiner damaligen Reitlehrerin und dann haben wir irgendwie einen Wanderritt gemacht, sind wir zu, oh Gott, lass mich überlegen,
zu einem Isländerstall geritten und haben da unser Pferd halt dann halt auf die Weide gestellt und das war so ein Ferienhof, da haben wir dann auch noch eine Wohnung gehabt und wir kamen abends auf die Weide, um dem Pferd nochmal so Hallo und Tschüss zu sagen und alles und kommen da hin und dann haben wir ein Foto gemacht, weil alle Pferde, es waren vier Stück waren es, gleichzeitig eben auf der Weide standen und pinkelten und dieses Foto ist echt so genial. Ich weiß, es hört sich erstmal ein bisschen komisch an und auch überhaupt nicht lustig, aber die Situation war irgendwie so genial. Ich weiß auch nicht, das war echt cool. Du kannst gar nicht geraten, wenn du kommst, auf der Tür nicht raus, ne? Voll lang. Hier reiten. Ja, also das ist die Charisma, die habe ich. Also so sah sie nicht ganz genau aus, aber habe ich erstellt nach einer ungefähren Vorlage von einer Stute, die ich wirklich mal geritten bin, die auch wirklich eine Westfalen-Stute war und auch wirklich wie Charisma hieß, wer auch immer sich diesen bescheuerten Namen ausgedacht hat, aber ich dachte mal, ich verewige sie mal bei Sims, weil ich sie wirklich geliebt habe und ich musste sie leider aufgeben, weil ich keine Zeit mehr hatte und es tut mir auch echt leid, aber das war echt schon eine schöne Stute und total süß und spritzig und ja, ein Pferd nach meinem Geschmack. Gut, wollen wir mal nach dem Erik gucken und nach dem Picasso. Die machen nochmal eben einen kleinen Ausritt. Nach dem Training kann man ja mal machen, ne? Ist ja nicht dagegen einzuwenden. Ich glaube, die wollen einfach nur nach Hause, weil der Erik nämlich anscheinend Hunger hat. Und da er zu faul ist zu laufen, dann sind das Pferdchen. Erik, du bist genial. So. Wir haben es jetzt 16.51 Uhr. Die Sonne ist auch am Himmel. Was kann man noch tun? Gute Frage. Wir können einmal... Machen wir nicht mehr. Ach Leute, ich habe echt keine Ahnung. So, Erik, der kriegt gleich einen Lagerkollaps. Na, kommst du nach Hause? Ja, komm nach Hause. Ah, wir können jetzt nochmal ein bisschen Heu auffüllen. Die Heuraufe ist leer. Penny schläft. Und dann ist es noch gar nicht so viel. Was ist denn los mit ihm? Hallo? Guten Abend, hier mit Rosen wieder rein. So, Erik, wo sind wir? Ach Gott, bist du langsam. Ich glaube, wir müssen mal den Picasso auf Kondition und Schnelligkeit bringen. Damit er mal ein bisschen flotter wird. Mit dir. Oh, was immer drum. Dann wach mal auf. Aufwachen. Danke. Haben wir noch irgendwo Heu? Oh, da haben wir noch Heu rumliegen. Oh, jetzt müssen wir auch mal nochmal Heu auffüllen. Das können wir mal eben machen. Einmal Heu rauffüllen. Ich wollte auch demnächst ein zweites, ich habe schon mehr als zwei Pferde, ein neues Pferd auf den Hof holen und wollte euch fragen, ob ihr Ideen habt oder Wünsche habt, was das für ein Pferd sein soll, das heißt, welche Rasse und welche Farbe es haben soll. Bei der Rasse lasse ich euch freie Auswahl, also ihr könnt auch ganz normal, so wie ich schon habe, Hannoveraner oder ein Holsteiner oder Oldenburger oder solche Sportpferde halt nehmen oder auch mal was Ausgefalleneres, irgendwie ein Pony oder was weiß ich. Das überlasse ich euch dann. Genau. Und wie gesagt, ich wollte dann demnächst mal ein Fohlen züchten.
Ich weiß noch nicht mit wem. Ich glaube, das werde ich ganz spontan irgendwie entscheiden. Und ich glaube, ich mache auch dann gleich mal Schluss. Eigentlich wollte ich den ganzen Tag machen, so von morgens bis abends einmal, aber ich wollte echt lange, vielleicht spule ich gleich mal ein bisschen vor und hoffe, dass das mein Spiel verträgt. Aber wir haben es ja auch schon 18 Uhr, kann man ja auch dann bald die Pferde mal reinbringen. Können ja schon mal anfangen. Samira, die ist müde. Den werde ich mal in den Stallmaus. Also das würde ich zum Beispiel immer... Was ist das denn für ein Bug? Hilfe. Ich würde es halt zum Beispiel immer machen, dass ich halt meine Pferde morgens in den Stall, abends in den Stall bringe und morgens wieder raushole, dass sie sozusagen den ganzen Tag irgendwie, wenn möglich, etwas Weile verbringen. Na, Penny, die hat noch Hunger. Hast du zwei auch was gegessen? Mensch, Erik, das machst du immer noch auf dem Pferd. Komm, schalt mal ab. Der mag über diese Ecke. Im letzten Spiel ist er auch schon dahin geblieben. Komm, jetzt lass uns mal grasen. Und geh du mal auch mal was essen. Für dich. Haben die Mädels noch was übrig gelassen? Bei froh. So. Sie hat auch Hunger, beziehungsweise genug vom Sinn. Ah nein, jetzt nicht abwerfen. Ach. Ach. Sehr elegant. Damit nicht fertig. Dann kannst du nach Hause gehen, Hillary? Kann sie? Kannst du hier gehen? Ja, sie kann. So, du kannst das nicht. Dann bringen wir dich einmal in den Stall. Dann Mädels, zwei Freundinnen. Na, komm, lade. Ja, die Samira hat sie ja rausteleportiert, dann lassen wir sie jetzt einfach mal da. Und dann bringen wir mal die Jungs in den Stall. Tut mir leid, wenn ich mir jetzt nicht genau merken kann, welches Pferd wo stand vorhin. Jetzt ist die einfach jetzt mal alles zum Schlafen zu ziehen. Dann bleiben die auch meistens in ihren Boxen stehen. Wenn sie nicht irgendwie der Meinung sind, sie müssten zum Schlafen aus den Boxen raus. Ja. Den Haier machen. Wer fehlt denn hier noch? Ach, Picasso. Oh, der wird schon wieder geritten. Ich glaube das nicht. Der ist ja schon irgendwie so beliebt bei den Leuten. Ja. Es wird schon wieder dunkel hier. So. Rein mit mir. Und schlafen. So, wollen die Stufen nochmal schlafen legen? Das haben die schon von selbst gemacht. Komm, Samira, noch ein Versuch. Dann haben wir noch nicht drin. Ich glaube, die Leiter ist da. Noch schlafen. Ah, Penny fehlt.
Rebellen, die Rebellen. Klar. So, also alle Pferde schlummern in ihren Boxen. Die Sonne hat auch den Himmel schon verlassen. Sterne kommen raus. Unsere Reiter haben sich auch unten eingefunden. Ich glaube nicht alle. Wo ist denn der Rest? Komm, du kannst auch mal nicht sein zum Gucken. So, du bist am Laptop. Du bist auf dem Sofa. Und die Hillary, die geht schon ins Bett und hat wieder ihr Lieblingsoutfit an, ihren Schlafanzug. Komm mal, Nico, mach mir den Abgang. Ja, mit diesen heimischen, heimeligen, kuscheligen Herbstbildern will ich mich jetzt verabschieden von euch. Es ist Nacht geworden und wir gehen jetzt alle schlafen. Gut, ich gehe noch nicht schlafen. aber ja, ich hoffe, es hat euch allen gefallen und es war nicht allzu langweilig. Ist jetzt doch ein ziemlich langes Video geworden. Mal gucken, wie lange ich jetzt dafür brauche, das bei YouTube hochzuladen. Aber ja, mir hat es Spaß gemacht. Wäre mal interessant, von euch zu hören, irgendwie, ob ihr mir das in den Kommis schreiben könnt. Ob das gut war, ob es langweilig war, ob ich das irgendwie anders machen kann, ob ich das kürzer machen soll oder ja, und dann halt nochmal die Frage, welches Pferd ich nochmal erstellen soll. Das mache ich dann auch mit euch wieder zusammen und mache es auch diesmal richtig, weil ich ja ein bisschen länger habe als 10 Minuten. Das letzte Erstellvideo war ja sehr kurz und da konnte ich auch nicht so ganz richtig euch zeigen, wie ich meine Pferde erstelle. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, danke nochmal für die ganzen lieben Kommentare, die ich immer von euch kriege. Das ist total süß und ich freue mich jedes Mal so riesig darüber, weil ja, ich freue mich halt, mich irgendwie mit euch austauschen zu können und euch eine Freude zu machen und damit macht ihr mir eine Freude. Ja, genau. Okay, dann bis zum nächsten Mal.